Bei mir Stefan Fröhlich, Trainer des SV Lippstadt und heute mit einer Mission hier, nämlich Mission Finale. Das ist jetzt vor dem Spiel. Nach dem Spiel hat es der SV Lippstadt geschafft oder nicht? Ja, also wir bemühen uns auf jeden Fall, wollen alles investieren, was heute noch im Tank ist und wollen ein ebenbürtiger Gegner heute sein, ja. Als Fünftligist ist natürlich so ein bisschen Außenseiter, aber der SV Lippstadt steht ja in der Oberliga ganz gut, Platz 2 im Moment. Aalen steckt immer noch so, naja, ich will nicht sagen Abstiegskampf, aber immer noch ein bisschen unten mit drin. Da rechnet ihr euch doch was aus, oder? Ja, Aalen ist für mich nicht mehr im Abstiegskampf. Die spielen nächstes Jahr auch Regionalliga und von daher hat man es auch in der letzten Woche gesehen, dass sie Spieler schonen konnten. Wir mussten ja ein Topspiel am Sonntag abliefern gegen Siegen und von daher sind die Rollen klar verteilt, aber ich glaube schon, dass wir unsere Chancen auch haben werden. Ihr habt euch ja gut verkauft, 0:1 verloren. Das war fast ein bisschen unglücklich. Siegen ist aber einer der Top-Favoriten nach dem Aufstieg und Lippstadt, was ist da drin? Ja, man muss ja die Geschichte vom SV kennen. Also wir haben im Sommer einen riesen Umbruch gehabt, ne, wussten selber nicht, wo wir stehen werden in dieser Saison, haben jetzt mit dem Kreispokalfinale, mit dem heutigen Halbfinale des Westfalenpokals und dem aktuellen zweiten Platz in der Liga sehr viel erreicht schon. Ja, und wollen uns ja bis zum Ende der Saison möglichst teuer verkaufen in allen Wettbewerben. Ich glaube, der SV Lippstadt hat bisher nur einmal im DFB-Pokal gespielt, gegen Bayer Leverkusen vor 3 Jahren, 1:6. Sportlich war es jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber war natürlich eine Riesengaudi. Aber für einen Verein wie Lippstadt ist natürlich so die Einnahmen, die damit verknüpft sind, schon wichtig. Wie groß, ist die Bedeutung des DFB-Pokals für Lippstadt? Ja, Sie sagten es ja richtig, die Einnahmen tun Oberligavereine und Amateurvereine immer gut. Das ist auf jeden Fall so. Aber auch der ein oder andere Spieler, der damals schon dabei war, ist heute immer noch im Kader und die erzählen von dieser ganzen Geschichte, sind gute Erfahrungen und ich glaube, diese Erfahrung kann keiner einen nehmen und danach streben wir wieder, klar. Ja, ich glaube, 4, 5 Leute aus dem Kader oder aus dem DFB-Pokal-Kader von damals sind heute noch im Team. Björn Traufetter ist jetzt ja sogar offiziell Präsidiumsmitglied, wie ich gesehen habe. Wie ist das eigentlich passiert? Wie das passiert ist, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, aber also die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich ganz gut. Wir trennen da eigentlich zwischen Spieler und Präsidiumsmitglied und aktuell macht das Björn hervorragend, kann beides sehr gut ausfüllen und sehr gut trennen, ja. Ist er eigentlich in irgendeiner Form Vorgesetzter? Nee, also mein Vorgesetzter ist der sportliche Leiter, Dick Brökelmann, mit dem ich auch ein gutes Verhältnis hege, aber ins sportliche Geschehen kann und wird auch Björn nicht eingreifen können. Alles klar, sonst wird er ausgewechselt, nehme ich an. Ja, aber wie gesagt, ist kein Thema. Alles klar, dann viel Glück und wir sprechen uns nach dem Spiel und gucken mal, wie es gelaufen ist. So, Stefan Fröhlich, Spiel ist gerade seit ein paar Minuten abgepfiffen. Der SV Lippstadt ist ausgeschieden mit 0:1, denkbar knapp. Gratulieren kann man zum Spiel, zum Ergebnis wohl nicht, oder? Ja, ich glaube schon, wir haben das Spiel lange offen gehalten. Das war unser Ziel, dass wir lange es offen halten und vorne unsere Chancen suchen. Die hatten wir. Ja, und dass wir dann, ich glaube, in der 75. ungefähr mit 1:0 in Rückstand gehen, ist ärgerlich. Aber ich glaube, im Anschluss haben wir trotzdem nochmal Moral bewiesen. Auch ja, wenn Siegen erst 72 Stunden her ist, haben wir nochmal alles investiert. Und ja, hätten am Ende, glaube ich, auch die Chance gehabt zum Ausgleich und dann hätten wir das Spiel noch länger offen halten können. Sie haben Ihre Truppe am Ende immer noch aufgefordert, nochmal schieben, schieben, hinterherrücken, alles geben. Man hat auch wirklich den Eindruck, irgendwie, dass da noch irgendwie, also die Truppe lief auf dem letzten Tropfen, aber hat es versucht. Genau, das sehe ich auch so. Also wir hätten zum ersten Mal in ein Finale einziehen können, das ist uns vorher noch nicht gelungen. Und das ist meine Aufgabe, die Mannschaft nochmal von draußen anzupeitschen. Ich glaube, einige gehen hier auf dem Zahnfleisch und ich wollte einfach von außen nochmal einen Input geben. Da gab es ja kurz vor Ende noch die Riesenchance zum Ausgleich. War, glaube ich, kein Abseits, obwohl Aalens Trainer Antwerpen das lautstark moniert hat. Da wäre doch was geworden, oder? Ja klar, ne? Vor allem Fafsi Lübers, unser Innenverteidiger noch vorne, hat jetzt mit dem Linken abgeschlossen, ist nicht sein starker Fuß, von daher wäre es umso schöner gewesen, aber können wir uns am Ende noch nichts zu kaufen. So groß waren das die Unterschiede nicht. Ist das jetzt ein klassisches Pokalspiel gewesen oder sind die Unterschiede zwischen dem Oberliga-Zweiten und dem Regionalligisten im Mittelfeld einfach nicht so riesig groß? Also es ist schon ein großer Unterschied zwischen Regionalliga und Oberliga. Man sagt ja auch nicht umsonst, das sind Zweiklassenunterschiede. Ne? Also in der Regionalliga sind Profis unterwegs und wir sind halt Amateure. Und für ein Spiel, glaube ich, kann man das immer gut kaschieren. Aber auf lange Sicht und auf 34 Spiele wird man auch das Nachsehen haben. Und wir sind eine Oberligamannschaft, wir sind eine gute Oberligamannschaft. Aalen ist eine gute Regionalligamannschaft, denen wir heute super Paroli geboten haben. Und wir können stolz auf uns sein und auch zufrieden. Eine Sache noch.
wenn ich das richtig sehe, hat der SV Lippstadt zumindest noch eine Chance. Meistertitel in Oberliga Westfalen würde unter Umständen noch ein entscheidendes Spiel gegen den besten Regionalligisten aus Westfalen bringen. Wie sind die Chancen auf den Meistertitel? Ja, aktuell braucht man nur die Tabelle lesen. Die Meisterschaft ist, glaube ich, gerade ganz weit weg von uns. Und von daher interessiert uns nur das nächste Spiel, TSV Malhöls auswärts. Staffel Fröhlich, alles Gute dafür und vielen Dank. Marco Antwerpen, Spiel ist gerade aus. 1-0, herzlichen Glückwunsch. War ein verdammt enges Spiel, oder? Ja, absolut. Also wir haben gegen einen Gegner gespielt, der es uns sehr, sehr schwer gemacht hat. Die Platzbedingungen waren natürlich auch nicht dementsprechend. Also wenn man gegen tiefstehenden Gegner spielt, muss man natürlich auch schon ein Geläuf haben, wo man vernünftig Fußball drauf spielen kann. Das war hier nicht möglich. Haben dann aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sehr, sehr viel Druck entwickelt. Glaube ich, so wie in den letzten Spielen auch. Und haben es dann einfach auch erzwungen und hätten, glaube ich, dann vom Ergebnis dann her auch noch 2 oder 3-0 gewinnen können. Haben dann aber die richtigen Dinger dann nicht gemacht und mussten dann hinten noch schwitzen, dass wir dann in der letzten Minute dann halt nicht noch das 1-1 bekommen. Aber jetzt sind wir erstmal zufrieden und sind im Finale und das ist eine tolle, tolle Sache. Ist ja nicht nur Finale, ist ja Finale daheim, ne? Ihr spielt ja schon wieder zu Hause, jetzt gegen die SG Wattenscheid. Ja, absolut. Finale daheim. Ich hoffe, es sieht anders aus als damals mit Bayern München. Aber wie gesagt, es ist eine tolle Geschichte, die wir hier gerade erleben. Und ja, wir sind einfach stolz darauf, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Wie wird das jetzt gefeiert? Oder heute Abend ein Bierchen und dann geht's weiter? Oder steht sofort das nächste Spiel wieder an? Ja, wir werden, glaube ich, mal gleich ein Bier trinken zusammen. Und, aber eine große Feier ist nicht drin, weil wir spielen am Samstag nochmal wieder ein wichtiges Spiel gegen Fair. Das Spiel hier hat heute schon wieder sehr, sehr viel Körner gekostet. Und so langsam muss man Bedenken haben. Also die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch. Hast du Angst gehabt, als das so kurz vor Ende diese Riesenchance für Lippstadt gab, dass ihr noch in die Verlängerung müsst unter Umständen? Absolut. Also die Möglichkeit war da für Lippstadt. Für mich sah es nach wirklich schwerwiegendem Abseits, glaube ich, aus, 5 Meter oder so. Er hebt einfach die Fahne nicht. Und ja, dann haben wir natürlich Glück, dass der dann am Pfosten vorbeirauscht. Ich habe gerade den Stefan Fröhlich schon gefragt, war das jetzt ein klassisches Pokalspiel oder sind die Unterschiede zwischen einem Oberliga-Zweiten und einem Regionalliga-Club nicht so riesig? Ja, doch, man hat schon, glaube ich, gesehen, dass wir dann in den Zweikämpfen dann doch schon präsenter gewesen sind und viele Chancen haben wir jetzt letztendlich nicht zugelassen. Und hinten raus hatten wir auch mehr Körner, hatte ich jetzt so den Eindruck, und die waren schon auch stehen K.O. dann die letzten 10, 15 Minuten. Von daher hat man schon Unterschiede gesehen. Habt ihr aber nicht so ganz klar ausgespielt. Waren ein paar Chancen, wo man mit etwas einfacherem Fußball vielleicht besser bedient gewesen wäre, oder? Ja, da sind die Jungs dann ein bisschen zu überhastet dran gegangen und dann gucke ich vielleicht den Torwart mal aus. Und ja, aber das zählt nicht mehr. Wir haben 1-0 gewonnen und von daher, ja, Finale. Alles klar, dann sehen wir uns gegen Wattenscheid hier wieder. Alles Gute. Danke, Marc Antwerpen. Alles klar, danke dir.